So, guten Tag ihr Lieben, hier ist wieder Sam Turner und ich möchte euch jetzt mal Avination zeigen, beziehungsweise einen kleinen Einblick in die Spielwelt Avination. Ich befinde mich hier auf einer Raumstation, beziehungsweise das ist ein kleiner Abschnitt von einer großen Raumstation, die ich jetzt versuchen werde euch zu zeigen. So, wir stehen hier also vor einer grünen Wand und da wollen wir durch. Normalerweise ist es in Avination so, dass man etwas anklicken kann, was hier also auch geht. Und wir gehen dann einfach mal durch dieses Türchen. Iris-Door nennt man so etwas, weil es sich wie ein Iris schließt. Und wir kennen es auch aus Stargate. Bei dem Stargate-Tor, wo sich diese Iris davor befindet, als Schutz vor anderer Eindringlinge. Gut, hier ist es halt eine 8, einen Raum zu verschließen, als Türe zu benutzen. Gut. Wir sehen hier schon mal aus dem Fenster, dass es sich nicht um ein kleines Objekt handelt, sondern dass es doch schon etwas größer ist. Gewaltig groß. Es ist dabei aber auch zu sagen, dass an diesem Objekt drei verschiedene Personen dran arbeiten. Denn einer allein kann ja nicht so schlecht bauen. Da muss ja zumindest eine Person bei sein, die gut bauen kann. Aber in diesem Fall denke ich mir, dass alle drei ein klein bisschen auf dem Kasten haben. Gut. Wir haben jetzt hier einen Teleport und den benutzen wir. Deck AA, Deck CC. Gehen wir mal Deck nach Deck CC. Und einfach mal hochbeamen. So, jetzt sind wir also auf Deck CC. Hier schauen wir nochmal nach draußen. Wir schauen uns das Loch einmal an. Da hängt ein Stuhl in der Luft. Da steht kein Pferd auf dem Flur, aber es hängt ein Stuhl in der Luft. Gut. Um solch eine Station zu bauen, braucht man natürlich ein großes Land. Dieses große Land wird dann Sim genannt. Eine ganze Sim. Das ist ein Land, was 256 Meter breit, 256 Meter lang und dafür aber 4000 Meter hoch ist. Und innerhalb dieser Grenzen, 256 Meter mal 256 Meter, die Landfläche mal die Höhe 4000 Meter, können wir bauen. Wir befinden uns jetzt hier auf einer Höhe von 1353 Meter, was wir im oberen Rand lesen können. Karlshagen heißt die Sim. Und dort sind auch die Koordinaten, wo wir zu finden sind. Also auf X-Achse 38, Y-Achse 126 und die Höhe 1353. Jeder, der sich mit PC-Struktur oder mit PC-Programmieren auskennt, der weiß, wie X-, Y-, Z-Achsen zu bewerten sind. So, ich fliege jetzt mal ein klein bisschen einfach mal hier so rum, gucken, was hier so alles drin ist. Da sehen wir also eine ziemlich große Raumstation, die in die Hüfte ragt und davon haben wir direkt drei Stück. In der Mitte von diesen drei Objekten befindet sich eine riesengroße Radarantenne. Die anderen zwei Objekte rechts und links haben oben nochmal ein Wohnteil oder was auch immer. Links neben sehen wir auch einen kleinen Bereich, das war da. Dieses Gebäude ist das, wo wir vorhin drin waren. Von da sind wir dann losgeflogen. In der Mitte sehen Sie jetzt hier im Vordergrund diese viereckigen Kästen mit den Verbindungsrohren. Wir sehen auch, dass sie sich dann nach hinten ausstrecken, wie so ein Viereck, wovon dann diese zwei rechts und links, diese zwei seitlichen Ausleger abgehen. Genauso wie im
Bereich. In der unteren Röhre sehen wir auch zwei Ausleger, die rechts und links angebaut sind. Und dort haben wir den Hangar, wo dann Flugzeuge ein- und ausfliegen, wenn sie sich diese Raumstation nähern und besuchen wollen. Das sieht hier auf dem ersten Blick schon mal sehr imposant aus. In diesem zweiten Teil, in diesem mittleren Teil, sehen wir auch wieder diese Ausleger. Nur sind sie in der Art und Weise etwas kleiner gehalten worden, auch etwas geschrumpft worden, wie auch immer. Und da ist dieser kleine Stuhl, den wir vorhin da gesehen haben. In diesen 3D-Welten haben wir jetzt die Möglichkeit, einfach den Stuhl anzuklicken und einfach zu sitten. So, sitten down please. Jetzt kann man diesen Stuhl auch anklicken und dann sehen wir plötzlich eine rote Farbe auf den Stuhl lehnen. Was dann besagt, hurra, jetzt können wir damit mal kurz ein klein bisschen durch die Gegend fliegen. Einfach dann mal, und das liegt an der Physik des Stuhles, das geht natürlich nicht mit allen Flugskripten, die man so hat in solchen Welten, aber mit diesem Skript geht das halt, dass man damit im Grunde genommen durch ein Objekt durchfliegen kann. Ein Spyware ist das. Wir haben natürlich auch Treppen, die wir besteigen können, um dann zu der nächsthöheren Ebene zu kommen, aber ich finde das auf einer Seite mal schön, wenn es mal mit diesem Stuhl gemacht wird. Also es sieht schon alles sehr, 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 sehr imposant aus. Im Laufe meiner kleinen Filme, die ich versuche zu erstellen, unter dem Namen Mark Thurau, Max Thurau, nicht Mark, Max Thurau, genau wie ich hier ja Max Turner bin. Max Thurau ist mein RL-Name, mit dem ich meine kleinen Filme veröffentliche. Und Max Turner ist halt das Avatar, was dann hier auf dieser Sim, in dieser Welt Avination, seine kleinen Filme dreht und diese Sim und Avination dann als Filmstudio benutzt. Der Vorteil ist, dass es hier sehr, 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 sehr viele Mitspieler gibt, die sich dann alle in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer, als Filmschauspieler zur Verfügung stellen. So, dass es sehr, sehr, sehr schön interessante Filme werden kann. Jetzt gehen wir mal etwas tiefer und wir befinden uns jetzt auf einem riesengroßen Skulp. So nennt man gewisse Formen von Objekten, die auf spezielle Art und Weise erstellt werden. Darauf einzugehen, das wäre jetzt etwas zu kompliziert. Es würde erstmal den Rahmen des ersten kleinen Filmes von mir hier auf Avination, den Rahmen total sprengen. Es dauert aber eine Ewigkeit, bis wir unten sind. Das liegt an der Geschwindigkeit des Stuhles, der mehr dazu dient, dass man sich gemütlich in der Luft hinsetzt und dann aus der Ferne dann alles mal anschaut. Was ich jetzt auch mal machen werde, ich gehe jetzt einfach mal mit der Kamera runter und sehe also, dass hier unten eine große Bauplattform ist oder mehrere große Bauplattformen sind, wo also einiges versucht wird zu konstruieren. Dort ein paar Häuser, hier haben wir ein kleines Fort oder eine kleine Kaserne oder eine befestigte Anlage, als was auch immer es bezeichnet werden kann. Weiter runter haben wir nochmal eine Festungsanlage, aber auch wieder ein Modul für eine Raumstation. Kleine Wüstenzelte, kleine Wüstenhütten, die erstellt worden sind, mit und ohne Farbe, mit und ohne Textur. Langsam sind
Kapazität angekommen, mit der ich meinen Film bearbeiten kann, beziehungsweise die Länge des Filmes muss eine bestimmte Grenze beinhalten und diese Grenze haben wir bald erreicht. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal aufstehen und mich dann mal hier an einer x-beliebigen Stelle unten auf der anderen Platte hinbeamen, hinklicken, Doppelklick und schon bin ich da, wo meine Maus mich hinführt. Flugzeugbau wird hier betrieben. Fertiger Flugzeugbau, angefangener Flugzeugbau. Ah, hier haben wir diese Treppe. Gehen wir doch einfach mal hoch. So, und schön fallen kann man da auch. Schick, schick, würde ich jetzt sagen. Ihr Lieben, ich wünsche euch etwas. Nämlich viel Spaß. Nein, nicht viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß gehabt habt beim Ansehen dieses kleinen Filmes. Und ich sage einfach mal, jetzt bin ich doch wieder weg. Will ich euch nicht sehen oder könnt ihr mich nicht sehen? So. Dafür klicken wir jetzt mal da drauf und ich sage mal, winke, winke, bye bye. Tschüssi, deine dann.